0,00000000 und so weiter 6626. Nee, das ist nicht mein Kontostand, das ist der Wert von dem Planck'schen Wirkungsquantum. Von dem, was bitte? Und wer braucht so eine Zahl überhaupt? In diesem Video erklären wir euch auf und zeigen euch, warum das Planck'sche Wirkungsquantum so besonders ist. Erstmal ganz langsam. Kein Mensch hat ja Bock, jedes Mal zig Nullen auf ein Blatt zu klatschen, wenn er was ausrechnen will. Dazu haben sogar die Physiker keinen Bock. Deshalb schreibt er die Zahl von gerade eben erstmal in der physikalischen Schreibweise. Dann steht da 6,626 mal 10 hoch minus 34. Das sieht auch schon mal besser aus. Gebt ihr ihr jetzt noch eine Einheit, nämlich Joule mal Sekunde, habt ihr das Planck'sche Wirkungsquantum H. Da immer aufpassen und die Einheiten dazu schreiben. Sonst werden eure Physiklehrer ganz schnell ganz punktegeil und klauen euch die wertvollen Punkte in der Klausur. So, ihr habt also das Planck'sche Wirkungsquantum bestimmt. Was kann das Teil jetzt aber? Um das rauszufinden, schaut ihr euch am besten mal diese Gleichung hier an. E gleich H mal F. Sprich, Energie gleich unser kleines Wirkungsquantum mal die Frequenz. Soll heißen, ihr könnt mit dieser Formel die Energie von irgendwas mit einer bestimmten Frequenz ausrechnen. Was ist aber das Irgendwas? Ein Photon zum Beispiel. Also mal ganz anschaulich gesprochen, ein klitzekleines Stückchen Licht. Wenn ihr euch Licht anschaut, könnt ihr euch das ja als Welle, aber auch als Teilchen vorstellen. Strange! Und wenn ihr es euch als Teilchen vorstellt, nennt man die Teilchen, aus denen das Licht besteht, Photonen. Die zeichnet man dann meistens als ein kurzes Wellenstück, davon nicht verwirren lassen. Obwohl es als Teilchen betrachtet wird, wird es halt als so ein kleines Wellenstück gezeichnet. Physikerlogik eben. Und von so einem Photon könnt ihr jetzt die Energie ausrechnen. Glaubt ihr nicht? Ist aber so. Kleiner Tipp, grünes Licht hat eine Frequenz von etwa 550 Terahertz. Das sind 5,5 mal 10 hoch 14 Hertz. Das ist ganz schön fett mal nebenbei bemerkt. Versucht mal über 10 hoch 14 mal in der Sekunde rumzuzappeln. Da kommt der größte Zappelphilipp unter euch nicht mit. Na, wer will die Lösung raushauen? Richtig, ein Photon vom grünen Licht hat eine Energie von ca. 3,641 mal 10 hoch minus 19 Joule. Einfach die Frequenz und das Planck'sche Wirkungsquantum in die Formel einsetzen und fertig. Die Sekunden und Hertz streichen sich und übrig bleibt die pure Energie. Passt also. 3,64 mal 10 hoch minus 19 Joule? Das ist ja mal ganz schön wenig. Aber ist ja auch nur ein einziges Photon. Allein so eine mickrige LED spuckt unzählige Photonen pro Sekunde aus. Damit habt ihr schon eine Anwendung des Planck'schen Wirkungsquantums kennengelernt. Und nebenbei bemerkt, gleich die für euch wichtigste. Aber das Teil kann noch mehr. Viel, viel mehr. Was so lame klingt wie E gleich H mal F, hat's nämlich ganz schön in sich. Und zwar stellt diese Gleichung, wie gesagt, einen Zusammenhang zwischen der Energie und der Frequenz her. Dabei ist die Energie eine klassische Teilcheneigenschaft und die Frequenz die Eigenschaft einer Welle. Früher dachte man, das sind zwei grundlegend verschiedene Paar Stiefel. Mit dieser Gleichung aber stellte ein gewisser Max Planck erstmals eine Verbindung zwischen diesen beiden Sachen her. Eine Verbindung zwischen den Teilchen und den Wellen. Mal ganz grob gesagt. Und seitdem wurde und wird die Physik immer abgefahrener. Die Entdeckung des Planck'schen Wirkungsquantums legt nämlich den Grundstein zum Welle-Teilchen-Dualismus und damit zu einem mega wichtigen Bereich der modernen Quantenmechanik. Und weil der Max Planck das alles so schön entdeckt hat, gibt's jetzt noch ein Bild von ihm. Die Nerds unter euch können sich's ja ausdrucken und es sich übers Bett hängen. Sorry. So, zum Schluss gibt's wie immer nochmal alles Wichtige kurz zusammengefasst. Keine Angst, ihr müsst euch von diesem Video nicht den genauen Zahlenwert von dem Planck'schen Wirkungsquantum merken. Den findet ihr in jeder physikalischen Formelsammlung oder er ist in eurem Taschenrechner direkt eingespeichert. Ihr solltet nur wissen, dass der Wert ziemlich winzig ist. Außerdem müsst ihr euch diese Gleichung hier merken. Energie gleich H mal Frequenz. Und was ihr mit der machen könnt, nämlich zum Beispiel die Energie von einem Photon mit einer bestimmten Frequenz ausrechnen. Wenn euch die abgefahrene und ziemlich strange Welt der Quantenmechanik oder irgendein anderes Thema brennend interessiert, schaut doch mal auf www.thesimpleclub.de vorbei. In dem Sinne, wir sehen uns gleich dort, haut rein und bis dann.